Ja, wir sind heute Morgen um kurz nach 11 alarmiert worden hierher zur zweiten Schichtstraße mit dem Stichwort Person unter Straßenbahn. Bei Ersteintreffen der Kräfte stellte sich heraus, dass die Frau nicht unter der Straßenbahn, sondern zwischen einer Betonwand und der Fahrbahn wohl letztendlich geraten war und auf dem Boden lag. Sie war nicht eingeklemmt, ist aber lebensgefährlich verletzt. Ja, zunächst einmal geht es darum, dass man sicher den Bahnverkehr einstellt, damit die Einsatzkräfte nicht gefährdet werden, denn sie arbeiten im Gleisbereich und wir haben die Straßen hier gesperrt, haben gleichzeitig aus der Leitstelle heraus einen Rettungshubschrauber anfordern lassen, der heute Morgen einen etwas anderen, weiteren Anmarschweg hat, der kommt aus Bielefeld. Alle anderen Hubschrauber und Rettungsmittel im näheren Umfeld waren bereits blockiert. Kann man schon was für Ursache sagen, warum Sie vorher dazwischen geraten? Das wäre Spekulation, da kann ich im Moment noch nichts zu sagen, das muss die Polizei dann ermitteln letztendlich. Auch der Fahrer war sich, konnte da nicht genau was zu sagen zu dem eigentlichen Unfallereignis. Negativ, wegfahren. Hier, falls Sie ihn noch raus.